Jo, hallo liebe COA-Fan-Community, jetzt kommentiere ich ein Match von mir selber. Ihr solltet es bereits bei 5 Sekunden pausiert haben. Es ist R&M, Doppelwehrmacht. Ich bin Räudiger Dackel. Pete86 spielt mit aus der COA-Community, werdet ihn kennen als Haven't Played for Weeks. Doppelwehrmacht gegen Doppelarmee südlich. Gut, in 5 Sekunden werde ich die 5 Sekunden Pause aufheben. 5, 4, 3, 2, 1 und los. Wir haben 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden. Also gleich mal als Vorwarnung, das ist kein hochkarätiges Match, aber ich finde, es taugt ganz gut zu sehen, wie man die zwei im Moment sehr beliebten Taktiken der Wehrmacht, also T1C3 Blitz und T1C2 Def, ganz passabel runterspielt. Also ich bin rechts, ich versuche natürlich jetzt einen Pion in dieses Haus unten reinzubringen, aber auf dieser Seite, auf der rechten Seite, ist es als neuerlich startender Spieler sehr unwahrscheinlich, dass man da einen Pion reinkriegt, weil der Gegner hat einfach einen kürzeren Laufweg. Schaut es euch einfach auf der Karte an. Der südliche Spieler hat einen kürzeren Laufweg. Genau wie bei dem oberen Haus der nördliche Spieler den kürzeren Laufweg hat. Materiell gesehen da keine Chance. Auch wenn es jetzt gleich ein bisschen witzig wird mit an diesem Haus dort, ihr werdet es gleich sehen. Ja, der eine baut Baracken, der andere WSC. Die natürliche Aufgabenverteilung wäre eigentlich anders. Ich gehe aus Versehen in dieses blöde Haus rein, da habe ich mich verklickt, aber ich gehe sofort wieder raus. Die natürliche Aufgabenverteilung ist andersrum, nämlich der rechte Spieler baut WSC, der linke baut Baracken, weil die WSC-Einheiten, wenn man sie links startet, müssen sie über offenes Feld anlaufen und die sind alles sehr verwundbar. Ich ziehe diesen Wire, das war nur als Falle gedacht, mir ist klar, ich wäre nicht fertig, aber ich will den Gegner rauslocken aus dem Haus. Daher geht auch raus, dieser Typ weiß anscheinend, kennt den Trick nicht und ich gehe sofort wieder auf den Wettkampf Richtung Haus. Auf den Wettlauf und schaffe ihn auch, ich komme rein. Aber es ist alles nicht so tragisch. Ich dachte eh, der rechte Spieler wäre WSC gegangen. Damit hätte ich jetzt einen HMG verhindert, dass es reinkommt. Aber der rechte hat Baracken gebaut. Die natürliche Aufgabenverteilung wäre, dass der rechte WSC baut, weil der hat hier einfach sehr geschlossenes Feld, wo er mit HMG sehr viel machen kann und auch Mörser und Sniper. Wenn man die, hier kann man die exzellent beschützen. Wenn der linke Spieler WSC baut, müssen seine HMG-Sniper über offenes Feld anlaufen. Stell dir mal vor, da ist ein oder zwei Schwimmwagen, dann kriegt der WSCler keine einzige Einheit dadurch, ja. Dann geht er nur drauf. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe als links startende Army WSC gebaut, HMG Sniper rübergeschickt, der Gegner hatte war P und hat SC-Spam dagegen gemacht. Ich habe keine einzige Einheit durchgekriegt und wir sind deswegen draufgegangen. Und meine Pirates da drin werden natürlich von Massivkräften des Feindes angegriffen. Meine Volks kommen jetzt gerade erst. Ein Pirate ist schon gefallen und der andere fällt auch gleich. Und jetzt klar, hier ist nicht lustig mit HMG, ich kann mich nicht mit ihnen anlegen. Ich wollte erstmal die Pirates zum Teufel schießen. Schön, dass der Gegner mit seinen Rifles ins Haus reingeht. Sind seine beweglichen Kräfte normal, muss er mit denen offensiv spielen. Mein Mate hat Volks HMG Start gemacht, genauso wie ich, kommt jetzt auch raus. Gegner spammt Rifles und hat jetzt einen Mörser gebaut als zweites. Empfehle ich nicht so unbedingt. Gegen Wehrmacht zwar in Ordnung, aber trotzdem Sniper als zweites ist wohl stärker. Stellt euch vor, der Gegner bringt einen Counter-Sniper, dann hat man absolut nichts und der Baracken-Army hat nur Rifles. Da schadet ein früher Sniper nicht. Ist mir lieber als der Mörser. Vor allem braucht man Mörser zu dem Zeitpunkt eher noch nicht, weil man auch keinen Flame hat, um mit Smoke zusammenzuarbeiten, weil der Gegner in der Regel noch keinen Punkt oben hat, da ist Mörser erstmal im Arsch. Gut, rechts gibt es hier ein bisschen Stellungsgefechte, aber alle sitzen in grüner Deckung, bloß der Gegner mit ist jetzt suppressed worden. Zum Glück für mich, mein zweiter Volkssport ist gerade auf dem Anmarsch und wir cappen derweil mehr als die Hälfte der Map, das passt eh schon soweit. P86 geht er wieder offensiv vor, das ist sehr schön. Die schönste Angriffe in dem Spiel kommen von P86, nicht von mir. Hat sehr schöne Flankenmanöver immer wieder drin. Also, ich fand seine Angriffe aus dem Norden, also von der Gegend, bei der 10er Munition nördlich der Sigmar gegen die Mitte, die Angriffe fand ich immer sehr super von ihm. Die haben viel rausgeholt. Der Gegner liegt hier total in der Suppression drin. Ich muss bloß schauen, dass ich Flame Pyros herkriege, das wäre gut, habe ich zur Hand. Noch nicht, habe auch noch nicht die Munition. Aber sehr schön, wie Pete hier den Gegner aus der Mitte vertrieben hat. Schöne Angriffe immer wieder von oben. Hat mir sehr gut gefallen in dem Spiel. Jetzt gehe ich auf T2, habe schon fast durch. Mein Mate auch. Ja, mit HMG Zusammenarbeit hier rechts ist einfach sehr angenehm. Ich hatte Glück, dass der Mörser mich hier anständig getroffen hat. Jetzt muss ich natürlich in Bewegung bleiben. Aber jetzt laufe jetzt hier leider auf eine Mine drauf. Hätte mir nicht gedacht, dass ich da jemals eine Mine sehe. Aber leider bin ich drauf gelatscht und jetzt kann ich auch nicht mehr da bleiben. Zu hart gegen die zwei Rifle Squads und ich bin auf Short Range hergekommen an diese andere. Leider habe ich jetzt einen Full Unit Kill kassiert. Das war diese blöde Mine. Aber an alle. Jetzt habe ich einen Flamer, jetzt versuche ich die noch rauszukuckeln. Aber ist klar, den Kampf hier gewinne ich nicht. Da ist ein Rifle Squad da, Mörser. Sehr schwierig für mich, vor allem weil mein Volkssquad schon zu down ist. Mein HMG hat jetzt auch schweren Mörser-Treffer kassiert und muss ich auch verzupfen.
meine Volks müssen auch raus. Es war diese blöde Mine, ohne diese Mine hätte ich hier locker gut kämpfen können. Dann hätte ich die rausgeröstet und dann gegen den Mörser gewandt. Aber schöner Angriff wieder von Pin86 von Norden. Wieder wunderschön. Rettet uns wieder die Front. Während ich versagt habe, leider. Aber es war diese blöde Mine, ansonsten hätte es hier schon einigermaßen funktioniert. Man muss natürlich sein HMG dann noch öfter verlegen, weil der Mörser ziemlich runterschießt. Aber schön, wir haben mehr als die Hälfte der Maps gegen Amis im Early, keinesfalls selbstverständlich. Die haben natürlich die natürliche Aufgabenverteilung nicht eingehalten. Also rechts WSC und links Baracken viel besser. Stellt euch vor, zwei Schwimmwagen in der Mitte, WSCler bringt gar nichts durch. Und rechts verreckt der Baracken-Army allein, weil auf diesem geschlossenen Feld hier rechts mit den vielen Mauern, den vielen Häusern, da muss der mit, da muss der gegen HMGs, deutsche HMGs klarkommen. Da hat er keine reelle Chance. Deshalb, okay, wir haben frühe Bar gesehen. Ja, was heißt früh? Für 6,5 Minuten ist auch nicht mehr früh. Frühe Bar vom Baracken-Army. Und einen Sniper haben wir vom WSCler, der ihn zu offensiv einsetzt für meinen Geschmack. Er hat noch kein HMG als Deckung, da darf er den eigentlich nicht so offensiv einsetzen. Der Vorder kommt Flamepyro. Dann ist der Sniper sofort weg, aber jetzt muss Pete sich auch zurückziehen, landet hier im HMG-Sperrfeuer. Ja, raus Pete, raus, ja, zieht sich ein bisschen zu spät zurück, fast für meinen Geschmack, ist klar, dass er gegen Bar Rifles nicht anständig ankommt. Und ist zu weit im Feindesland, da werden, ist klar, dass Truppen kommen vom Feind. Ich bin derweil wieder rechts angekommen, will die Siegmarke nehmen, will dem Gegner wieder diesen Sprit nehmen, leider hat er den Wire gebaut, der ist sehr cool, ich empfehle euch, baut auch diesen Wire, den der Jaga hier gebaut hat. Der andere ist ja ein Clan, ist ja ein Clan-Typ, oder? Ja, ich habe hier das HMG von hinten überrannt mit den Volks. Merkt euch, hier kommt man durch zwischen diesen Dingern hier, ist sehr wichtig. Leider kann ich hier nicht allzu viel machen, das HMG wird mich sofort zerpressen und gegen Bar bin ich auch zu schwach. Ich versuche jetzt reinzulaufen, mit den Pyros noch von der Flanke anzugreifen, aber es ist zu hart, ich muss raus. Ah, ich bleibe viel zu lang da, dann muss man sich schneller zurückziehen. Muss ich viel schneller zurückziehen. Jetzt komme ich nur mit einem Mann raus und mein Flamepyro hat der Sniper gekillt. Das war jetzt hier, bin ich zu lang da geblieben. Ich hätte das HMG überrennen und mich dann verzupfen sollen. Da war nichts zu holen mit so wenig Truppen. Gut, ich habe Blitz genommen. Ich will ja T1, T3 zeigen. Mein Mate baut T2, wird T1, T2 Def mit Wett vorstellen. Eine meiner Ansicht nach ausgezeichnete Kombination. Meinen Storms gebe ich Shrek. Weil jetzt muss man schon langsam mit frühen Fahrzeugen rechnen. Der Gegner hatte ja einen Spritzsektor. Dann reichen dann Shreks mit einem Storms mit einem Shrek reichen da. Ja, ungefähr. Zwei Volksports habe ich auch noch dazu. Das Problem ist natürlich hier rechts, ich cap dieses Ding und jetzt sehe ich schon, wie das HMG herläuft, das ist klar, ich kann hier niemals komplett cappen. Deshalb retreate ich sofort, sobald der Sektor neutral ist. Mein Mate hat einen soliden Spielaufbau, zwei Volksquads, zwei Flamepipes und ein Sniper ist im Early eine ausgezeichnete Kombination. Ich stehe da wesentlich windiger da als er. Leider hat mein HMG relativ wenig Health Points und ich stehe hier im neutralen Gebiet, sodass ich nicht mal Medic Pack hergeben kann. Ich glaube, der feindliche Sniper schießt jetzt an, jetzt werdet ihr auch merken, der beste Konter gegen Ami-Sniper, wenn man keinen Counter-Sniper bauen will, und ich bin da immer sehr vorsichtig mit Counter-Sniper bauen, er braucht da so viel Babysitting, ich setze da lieber Storms dagegen ein. Storms sind die optimale Konter, getarnt vorrücken lassen, jetzt hat er auf mein HMG geschossen, oder? Hat er geschossen? Ja, jetzt hat er geschossen, jetzt weiß ich, wo er ist. Ich hau einfach auf die Leertaste drauf, auf die Leertaste, oder man klickt auf dieses rote Feld links oben, dann zieht man den, weil die Kamera auf die nachzentriert, wenn er sich nach dem Schuss fortbewegt. Das heißt, ich sehe den. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Mein Mate kann ihn sofort abknallen. Wunderbar, schöner geht's gar nicht. Jetzt schmeiße ich noch Bundles auf diese Typen da im Haus. Die kommen nicht mehr rechtzeitig raus und verlieren auch 4 Mann. Hat sich rentiert, oder? Lass mal nachrechnen. 4x 27 und 1x 50 dafür ein Verhältnis von 1 zu 20 rentiert. Ja, passt. Also der Angriff war jetzt hier gelungen. Schönes Zusammenspiel von mir und meinem Mate. Bloß oben steht mein Mate zu sehr auf einem Haufen. Wenn der Gegner mit Snipern und mein Mate weiß, dass ich hier hat, der scoutet, landet die Mörsergranate, reißt die Schlagart, ich 4 oder 5 Kills. Jetzt rücke ich hier vor mit meinem Mate zusammen, plus der Sniper, den setze ich so offensiv ein. Hier muss er im Notfall retreaten können. Meine Volks sind leider, glaube ich, schon wieder auf eine Mine oder so abgefertigt worden. Zumindest überlebt der eine Mann. Sniper ungetarnt rumlaufen, ja. Und schon ist der Counter-Sniper da. Das darf man natürlich nicht so nah an der Front Sniper ungetarnt rumlaufen lassen. Aber meine Storms rentieren sich. Storms sind echt sehr stark geworden seit Hells of Valor und die werden jetzt nicht mehr so leicht gepinnt wie früher. Damit sind die endlich das, was sie schon die ganze Zeit sein sollten, nämlich anständiger Ersatz für die Grants und auf Short Range überlegen mit mehr HP. Ich will jetzt wieder Bundle schmeißen in dieses HMG da im Haus, muss bloß aufpassen, dass ich nicht aufgedeckt werde von diesem Rackstar. Mein Mate muss raus, da ist viel zu hart. Ja genau, geht auch raus, richtig. Bloß jetzt wurde ich leider aufgedeckt. Ich will hier noch Nate schmeißen, Bundle Nate. Leider wird der Mann, der das Nate schmeißen soll, erschossen, bevor er es werfen kann.
total blöd. Und jetzt habe ich, ist Nate nicht geflogen und ich habe die Munition auch nicht wiedergekriegt. Das ist ziemlich behindert. Da war Zufall sowas. Mein Mate hat einen Half-Track gebaut. Ja, Half-Track-Spielweisen aus T2 mag ich generell gerne. Ich bringe jetzt meinen Shock Puma, den ersten. Es ist nicht mehr wirklich früh, aber der Gegner hat eine Zeit lang auch seinen Sprit nicht und ich habe noch nicht viel AT gesehen. Ich weiß bloß, einer geht auf Bar. Einer geht auf Bar, der hat schon mal kein anständiges AT. Der andere geht auf, der andere hat BSC gespielt. Das heißt, Fahrbereitschaft ist sehr wahrscheinlich. Der baut hier gleich Panzerdepot. Ja, okay. Fahrbereitschaft ist sehr wahrscheinlich. Ich habe den M8 noch nicht gesehen und ist auch ungewöhnlich, dass er so spät kommt, aber Gegner hatte seinen Sprit nicht. Deshalb bringe ich jetzt hier T3. Ich habe Tales of Valor, ich habe es mir extra gekauft, weil ich kann keine Analyse von Tales of Valor Spielen machen, wenn ich die Einheiten nicht kenne und ich selber spiele. Deshalb habe mir jetzt schon T3, habe ich mir Tales of Valor deshalb gekauft. Ihr seht, ich habe Volks mit und ohne MP40. Nur Volks mit MP40 finde ich zu unflexibel. Dann kann man überhaupt nicht mehr auf Long-Range-Kämpfe einlassen. Aber mit MP40 brauchst du schon auch, falls der Gegner halt mal wirklich auf Short herkommt mit Bar-Rifles. Greift meinen Puma an. Nicht so offensiv sein mit den Fahrzeugen allein. Einzeln. Ja, muss ja auf Distanz bleiben hier. Nicht, dass ich mir Sticky fange. Mein Puma-Mikro ist ziemlich mies in dem Spiel. Ich hoffe, euer ist besser. Weil T3... Schön, mein Mate hat den Sniper jetzt erwischt. Ich weiß nicht, ob er zentriert hat, aber wenn er es macht, dann erwischt er ihn auch auf diese Art und Weise. Solider Spielaufbau von meinem Mate. Getarnte Pack im Hintergrund. Zum Reinforcement Half-Track. Der deutsche Half-Track wird meiner Ansicht nach sowieso extrem unterschätzt. Viel zu wenige bauen den. Der lohnt sich auch on-map als einfach Einheit, die schießt, die einiges einsteckt an Infanterie, Handwaffenbeschuss. Finde ich, wird meiner Ansicht nach unterschätzt. Ja, mein Puma fährt blöd in der Gegend rum. Wir haben scheiß Mikro damit. Aber jetzt seht ihr schon, ich lege hier schon meinen späteren Spielaufbau an. Ich habe ja in irgendeinem Match vorher schon mal kommentiert. Ja, hier ein bisschen Feuergefechte in der Mitte, aber nichts Ernstes. Ich habe schon mal gesagt, wie T1, T3 Blitz richtig aufgebaut wird, nämlich mit Storms in der ersten Linie, am besten Wett. Doppel-Shrek und Doppel-STG, beides sollte vorhanden sein. Dahinter dann Puma irgendwo, der irgendwo rumsteht. Auch ganz gut gegen Blobs. Dahinter stehen dann die beiden Geschützwagen, die man braucht als AT. Am besten auch noch mit Wett. Später dann, jetzt habe ich einen Outpost von Munition gebaut. In 2 vs 2 Matches rentieren sich Outposts natürlich immer mehr, weil zwei Spieler die erhöhte Munition kriegen und nicht nur einer wie im 1-on-1. Da ist Outpost dann eher weniger rentabel von Natur aus. Auf jeden Fall so ist dann der Aufbau. Ihr habt zwei Geschützwagen, hinter den Geschützwagen nochmal HMG, das aus dem Early überleben sollte. Und dahinter stehen dann im Optimalfall zwei Nebelwerfer. Diese Einheitenkombination, die kann mir niemand so einfach knacken. Niemand! Jetzt stehen hier die Rifles sehr schön auf einem Haufen. Und dieser Packtyp auch noch. Da schmeiße ich gleich mal Bundle drauf hier mit den Storms. Ja, satte Verluste. Dürfte sich ungefähr rentiert haben. Wieder 1-2. Und das sollte immer das Verhältnis sein, das man mindestens anstreben muss. Mein Puma konnte jetzt nicht anständig einsetzen, weil der Gegner bereits Pack hat. Die haben mich zum Glück nicht erwischt beim ersten Shot. Aber der Puma kam halt auch zu spät. Weil wir hatten auch keinen Outpost auf unseren Sprit. Und wir hatten ihn nicht ununterbrochen. Aber so, wie ich beschrieben habe, Storms erste Reihe, danach Puma, Geschützwagen, ein HMG als Backup und dahinter zwei Nebelwerfer. Seine Kombination, die macht mir niemand so schnell kaputt von den Allies. Geht gar nicht, mit was wir den angreifen. Zum Beispiel optimal gegen Briten meiner Ansicht nach. Komm da, ich gehe vor mit den Storms, hab dadurch Sicht, die Geschützwagen haben die Reichweite, dann schieße ich mein Placement zum Fahrzeug mit den Geschützwagen kaputt und wenn ich Infanterie vorne mit den Storms, hier auch Nebelwerfer drauf. Der Gegner versucht irgendwie zu kontern. Er kann zum Beispiel mit mehreren Pia-Zeppern angreifen, da läuft er mit Doppel-STG-Storms rein. Es geht sofort drauf, der Gegner, überhaupt keine Chance gegen Doppel-STG. Und wenn der Gegner dann immer noch weiter angreift, dann ziehe ich den Geschützwagen hinter das HMG zurück. Dadurch werden die zum ersten Mal gepinnt. Und die Geschützwagen, wenn sie zu zweit sind, pinnen auch Infanterie. Also absolut blob-resistent, meiner Ansicht nach, dieser Spielaufbau. Ich habe mal Minen gelegt in der Mitte. Mein Mate hat noch Mörser gebracht, den setzt er ein bisschen zu offensiv ein. Den verliert er auch die ganze Zeit. Ich werde mal ruhig ein bisschen defensiver einsetzen. In der Nähe von meinem HMG vielleicht. Oder oberhalb von der 10er Munition ein bisschen. Zu krass hier. Dann jetzt meine Minen sind vernichtet. Legen mehrere noch. Habe jetzt meinen ersten Geschützwagen auf dem Feld. Klar, AT muss sein. Die einen Shrek Storms reichen nicht. Gegner mit Airborne Rangern zu offensiv. Meiner Ansicht nach, hier ist klar, den Half-Track kriegt er nicht mit einem Squad. Dazu hält er zu viel aus. Und hier ist absolute Full-Unikill-Gefahr. Leider wurde der Mercy decrewed. Und wir kriegen ihm hier keinen Full-Unikill. Sniper schießt auch daneben, schade. Gegner auf der rechten Seite relativ passiv FAQ gebaut, was ich eigentlich nicht einsehe auf der Map. Vor allem nicht, wenn sie jetzt auch wieder relativ linkslastig auch spielen. Das bringt einem meiner Ansicht nach einfach nicht. Weil man wird zu leicht am FAQ zusammengeschossen mit Mörser oder Artillerie, vor allem gegen Doppel-Wehrmacht.
Jetzt habe ich ihm die Medics umgebracht, damit er hier keine Zombies kriegt. Mein Geschützbank ist da, aber mit diesem Aufbau, den ich euch beschrieben habe. Ja, selbst wenn der Gegner mit Panzer daherkommt, was passiert? Ich sehe ihn schon ewig weit, das heißt, meine Geschützbank nehmen ihn schon auf Long Range unter Feuer. Dann habe ich Schnellfeuermunition rein, dann schießt er nochmal doppelt so schnell oder 40%. 60% schneller oder so der Geschützwagen. Dann nehme ich ihn schon auf Long Range mit den Panzern unter Feuer und dann müssen die Panzer direkt durch meine Doppel, ja, Gegner mit dem Sherman Alleinangriff um Minute 15 funktioniert natürlich niemals. Dieser Noob, ich weiß, Rukor CL Boom ist es, also vielleicht wahrscheinlich schon ein ganz passabler Spieler, also ist er zumindest in dem Plan drin, aber Panzer Alleinangriff funktioniert niemals, never, niemals, niemals machen. Gehe mit den Storms vor, das ist schon der Spielaufbau, den ich angelegt habe. Geschützwagen schießt von hinten. Ein HMG ist da, um den Gegner daran zu hindern, den Geschützwagen und die Nebelwerfer mit Infanterie auszuschalten. Aber wenn der Gegner es mit Panzern angreift, jetzt kommt mein Nebelwerfer. Jetzt habe ich schon meinen Grundaufbau. Das muss ich nur noch verfeinern. Mein Mensch spielt massiv Infanterielastik, hat Pack dazu und den Half-Track steht ein bisschen zu sehr auf einem Haufen. Gegner kann Artillerie haben. Baue ich einen Bunker, Medic-Bunker. Ich hätte lieber Reparaturbunker bauen sollen. Ich habe zu viele Fahrzeuge. Reparaturbunker ist sinnvoller. In der Mitte baue ich ein paar Sandsäcke. Gegner capped auf der rechten Seite, ist auch richtig. Immer stören den Feind. Die Map-Control haben im Moment sie wieder ein bisschen mehr als wir. Jetzt habe ich schon meinen Grundaufbau. Und wenn ich den optimalen Aufbau habe, dann können die mich mit nichts mehr kontern. Wenn dann Panzer herkommen, die werden vom Geschützwagen schon auf Long Range beschossen. Ich kann Schnellfeuermunition reinhauen. Dann geht es noch krasser ab. Und dann müssen immer noch durch die Doppel-Shrek-Storms, durch die da irgendwo stehen. Dann kriegst du auf Long Range, auf Short Range nochmal zwei Shrek-Treffer. Dann ist Feierabend. Die Kombination ist super. Und ich kann super in die Offensive übergehen. Einfach mit den Shreks nach vorne scouten. Ist Infanterie da, Nebelwerfer drauf, den Panzer da, Geschützwagen nach vorne. Ist einfach saugeil. Und Geschützwagen ist schnell genug, um da nach vorne nach hinten auszuweichen. Und zu zweit pinnen die auch schnell genug. Also die Infanterie wird da, glaube ich, relativ schnell gepinnt. Jetzt habe ich schon Bett 1 für die Supporter, damit Nebelwerfer von HMG profitieren. Und Bett 1 für den Geschützwagen. Ist auch gut, da du als Blitz sowieso irgendwann später den Tiger holst. In der Regel schadet Wett für die Panzer nicht. Also du brauchst die Wett für die Panzer eh für den Geschützwagen. Dann kriegst du später einen Wett 3 Tiger anstatt einen Wett 0 Tiger. Ist auch optimal geil. Also ich mag diese T1, T3 Spielweise total. Diesen Spielaufbau, den ich da gerade erläutert habe. Schön, mein Mate schießt ordentlich mit Mörser. Mein Mate spielt mehr mit Combined Arms als ich. Also von Infanterie her hat Sniper, jede Menge MP40 Volks, Mörser. Gefällt mir sehr gut. Ja, der Ami hat gemeint, hier kann er mit dem Flamepower Captain, kriegt aber nur Full Unit Kill. Mein Puma hat sich nicht rentiert und glaube, er wird sich auch nicht mehr rentieren. Er ist zu offensiv, was der Ami da hier links treibt gegen meinen Mate. Zu viel MP40 Volk Sniper ist da, muss retreaten. Aber ich glaube, es ist gar kein Fehler. Jetzt habe ich meinen zweiten Nebelwerfer gebracht, weil mir der Sprit für den zweiten Panzerwagen fehlt. Normal bringt man zuerst zweiten Panzerwagen, um AT-mäßig gerüstet zu sein. Und so gut wie der Panzerwagen gegen Infanterie ist, kann man auch problemlos statt dem zweiten Puma zwei Panzerwagen, also statt Puma Panzerwagen, kann man problemlos Puma Panzerwagen Nebelwerfer spielen. Weil der pinnt die ausgezeichnet, wenn man noch ein bisschen was aus dem Early an Infanterie dazu gerettet hat, dann pinnt der ausgezeichnet stark. Also ich habe ja gesagt, das Spiel ist kein High-Class-Match. Es zeigt einen soliden Spielaufbau, wie man ihn gut spielen sollte, wie man ihn gut spielen kann mit Doppel-Wehrmacht. Einer spielt T1, T2, Def. Ich glaube, mein Mate hat Def, sollte ich mich täuschen. Ich weiß nicht, spielt schnell auf Wett und ich spiele diesen T1, T3-Scheiß. Er ist ganz gut, aber ich glaube, es ist nicht falsch in dieser Situation, wenn, und das mache am besten ich, einer einen Outpost auf plus 10er Sprit bringt, weil sonst kommt mein Puma, wie ihr gesehen habt, einfach zu spät. Ich mache wieder das, was ich erläutert habe, mit Storms vorne scouten. Wird man Ziele für die Nebelwerfer kriegt, die haben bei mir jetzt schon Wett 2, dadurch profitiert natürlich auch das HMG, kriegt Infanterie Elite Rüstung. Jetzt habe ich noch ein MP40 hergegeben, leider fahre ich jetzt mit diesem Puma da über die Minen drüber, Motor zerstört, ist klar, den kriegt er nicht raus, wenn der Gegner konzentriert angreift. 7 Infanteriekills hat sich so halbwegs bisschen rentiert. Aber mein Puma Mikro war noch nie relativ gut, jetzt schieße ich mit den Nebelwerfern. Ich habe vorne gescoutet mit dem Storm, das heißt, ich weiß, wo ich hinschieße. Kriege jetzt auch den Mörser, kriege das HMG. Hat sich schon 1 orientiert, die Salve. Die medizinische Station kann ich auch niederbrennen. So spielt man. So spielt man diesen Spielaufbau. Jetzt passiert das, was klar war, dass der Gegner irgendwann mal angreift. Mein Nebelwerfer, aber HMG und Panzerwagen finden ausreichend stark, um den Angriff zurückzuschlagen. Deshalb ist dieser Spielaufbau so stark. 1 oder 2 HMGs. Eher 1 reicht vollkommen. 2 Panzerwagen, Puma vorne, Storms und hinten 2 Nebelwerfer. Ist ein sehr starker Spielaufbau. Da hast du fast alles und gegen Infanterie bist du sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung super. Im Angriff mit den Nebelwerfern
die durch die Stormsicht vorne ausgezeichnet schießen können in der Verteidigung mit den zwei MGs der Panzerwagen und mit dem HMG. Ist man sehr gut. Gut, der Matt kriegt Besuch vom Sherman. Den ersten Sherman haben die miserabel eingesetzt, die Gegner. Der eine spielt, warte mal, Jagger spielt Baracken Heavy Infanterie. Jetzt wurden meine Storms vorne vertrieben. Es lässt sich nicht vermeiden, aber die haben so viel HP und auf W2 sind sie dann auch stark genug, um jeden Retreat zu überleben. Mein HMG kriegt vorne wieder zu tun. Ich finde, es zeichnet auch eine Combined Arm Strategie, zeichnet es aus, wenn alle beteiligten Einheiten gleichermaßen gute Kills kriegen. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Taktik spielt, wo nur eine Einheit gute Kills kriegt, also zum Beispiel so Early AC, supported von Infanterie, die keine Upgrades hatte, schießen wieder mit den Nebelwerfen. Die haben wir zwei, dadurch laden die natürlich recht schnell. Wenn man eine andere Taktik spielt, wo die Hauptangriffskraft auf irgendeine einzige Einheit liegt, zum Beispiel AC, dann ist, läuft man halt immer die blöde Gefahr, dass die Einheit fällt durch irgendeinen dummen Zufall und dann hat man sonst nichts Anständiges mehr. Aber wenn man so diesen T1-C3 Blitzaufbau hat, dann ist jede Einheit gleichermaßen stark und wirken gleichmäßig zusammen. Deshalb mag ich die Taktik so gerne nochmal Storms geholt. Jetzt habe ich zweimal Storms auf dem Feld. Ich glaube, da gebe ich jetzt SDG her. Deshalb mag ich diese Combined Arm Strategie relativ gerne. Jetzt haben wir noch einen Puma gebaut, aber ich glaube, der rentiert sich wieder nicht. Mein Mikro mit denen ist furchtbar. Zweiter Panzerwagen wäre auch mal fällig. Baue ich den? Nee, habe ich noch nicht. Sollte ich bauen, auch wenn mein Mate Pack, auch wenn mein Mate Packs hat. Panzerwagen ist viel besser. Ist auch billiger von den Manpower her. Von der Manpower her. Aber es wäre echt nicht schlecht, bei so einer Kombination Def und Blitz. Def T1C2 und Blitz T1C3, dass einer von den beiden, am besten wohl noch der Blitzspieler, im Early Outpost auf dem 10er Sprit baut, damit T3 einfach schnell genug kommt, damit man nachher genug Sprit hat, um den Panzerwagen früh zu bringen, weil ihr habt gesehen, er kam der bei mir erst relativ spät, der hätte ein frühes Fahrzeug nicht verhindern können. Ich habe das SDG gegeben, schießt wieder mit den Nebelwerfern. Ich mag diese Spielweise einfach. Vorne Infanterie, ein HMG zur Deckung, Panzerwagen dahinter. Panzerwagen und das HMG und die, also die beiden HMGs, der Panzerwagen und das stationäre HMG 42. Sorgen dafür, dass kein Infanterieblob groß ankommt. Und wenn man nur Puma STG Storms dazu hat, ist mir Infanterie super. Und die Panzerwagen sind im Moment so ein starkes AT, dass man praktisch nichts anderes braucht und mal einen Doppel Shred Storms dazu. Also dieser Spielaufbau, der hat sich absolut bewährt. Also ich habe bisher damit keine Niederlage im 1-1 eingefahren. Ich finde es gegen Briten noch stärker, weil die Spielweise vieler Briten ist passiver als die der Amis. Jetzt habe ich einmal Zombie Grants gekriegt. Mein Mate greift wieder auf der linken Flanke. Im Moment problematisch, dass wir überhaupt keine Siegmarke haben. Dadurch ticken unsere VPs zu schnell runter. Ich greife jetzt an, rechts mit den STG Storms. Vorhin hat diese Pack auf meinen Puma geschossen, jetzt muss ich dafür sterben. Schön, mein Mate greift links an, Combined Arms, Sniper und MP40 folgt dazu. Das Problem ist halt dieses blöde HMG, das da hinten steht. Aber mein Mate knallt die schön auf Distanz ab. Mit dem Sniper können sie diesen Kampf hier nicht aussitzen, können nicht warten, bis Verstärkung eintrifft. Wenn sie da warten, gehen sie gegen den Sniper alle drauf. Die Reinforce-Kosten der Urban Ranger sind zu hoch. Ich schmeiß jetzt Bundle Nade auf die Pack. Leider war mein Mikro hier ziemlich scheiße. Habe ich ewig gebraucht, bis ich die Pack leer gekriegt habe. Dabei schieße ich wieder mit Nebelwerfern. Urban Ranger festgenagelt. Leider hatte ich keine Storm zum Scouten hier. Die stehen irgendwo hinten rum, oder? Ja, die sind im Moment in der Homebase, deshalb hatte ich ja keine Sicht. Man sollte Sicht haben. Man sollte Sicht haben, wenn man mit den Nebeln schießt. In der Mitte den Angriff der Airborne Ranger. Aber ich glaube, die schießen jetzt zweimal auf meinen Geschützwagen. Schaut mal, wie wenig das abzieht. Das ist absolut lächerlich. Das HMG ist so stark, der braucht ja locker 6, 7, 8 Recoil-Treffer, bis der down ist. Gut, mein HMG knallt die Rifle wieder auf dem Feld ab. Wieder Strafing Run in der Mitte, hat aber nicht viel mitgenommen. Der Gegner hat dafür seine gesamten Recoils verloren. Jetzt ist mein Popcap im Arsch. Mit den STG Storms kann ich hier nicht cappen, das wird nichts. Zum Glück hat mein Mate jetzt geschafft, die linke Seite zu sichern und geht hoffentlich gegen die Mitte vor. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich komme rechts allein nicht klar. Jetzt kann ein bisschen der Puma weg. Das Schöne ist halt, dass man mit den Nebelwerfern ausgezeichnete Artillerie gegen Packs hat. Ich habe hier schon mehrere Packs ausgeschaltet. Nur dank der Nebelwerfer. Und ich mag diesen Spielaufbau einfach total gern. Ich weiß jetzt schon, ich mache wieder total Werbung für diesen Aufbau, aber er ist einfach saugeil. Er ist auch nie anfällig gegen Artillerie, weil man eben zerstreut steht. Man darf die Sachen ja einfach nicht zu nah nebeneinander stellen. So wie ich jetzt hier im Moment habe, die Geschützwagen noch ein bisschen weiter nach vorne, ist das ein guter Aufbau. Vorne die Storms, die ich noch tarnen kann. SDG muss noch hin.
das hält so einfach nichts auf. Kommt ein Tommy-Blob, kommt ein Briten-Blob oder so daher. Landen die erstmal im HMG. Okay, wieder eine Nebelsalve. Aber nicht viel erwischt. Bloß die Rifles gepinnt. Kommt ein Blob daher von dem Ami. Wird durchs HMG gepinnt, kann aufstacheln. Aber dann schieße ich ihn immer noch mit dem Geschützwagen über den Haufen. Und wenn er in der Suppression liegen bleibt, kommt der Nebelwerfer und haut auch weg. Also gegen Infanterie ist der Aufbau top. Und die zwei Geschützwagen-Doppelschlägstorms reichen gegen Panzer völlig. Und das Schöne ist ja, defensiv und offensiv gleichermaßen geeignet, weil man den Gegner einfach mit der Artillerie fertig machen kann, während die Storm scouten. Ich weiß nicht, wo der Gegner mit seiner Haubitze hinschießt, die hat auch falsch gebaut. Der Jager, die Haubitze baut man eigentlich bei seiner Fahrbereitschaft da nördlich bei dieser 5er Munition oberhalb der südlichen Army Base, da baut man die hin. Rechts sind die hier viel zu anfällig, vor allem ist man dann auf ewig an die rechte Seite gebunden und kommt nicht weg, weil es sofort die Haubitze fällt, wenn man ausschließlich links kämpft. Das ist halt Bullshit. Da habe ich einmal LMG hergegeben. Ich entwickle erst Wett 2 für die Panzer, aber das ist Unsinn. Ich habe mehr Infanterie. Wett 2 für die Infanterie wäre viel besser gewesen. Hier ist falsch von mir. Wenn ihr so viel Infanterie habt, Moment, ich habe 1, 2, 3. Ich habe 5 Main-Infanterie-Squads. 3 davon profitieren voll von Wett 2. Dann muss Wett 2 kommen. Mit meinem Puma wurde jetzt gejagt. Rechts Gegner hat den Fehler gemacht, viel zu früh aufzustacheln. Aber mein Puma-Mikro ist so schlecht, dass dass der Puma nicht viel Schaden angerichtet hätte. Jetzt habe ich hier 3 Airborne Ranger Squads, ist problematisch. 2 davon haben Wett 1 und ich habe hier bloß Wett 1 Infanterie. Das heißt, ich muss diesen Kampf irgendwie trickreich führen, weil die haben ja auch Nades, glaube ich. Wenn ich diesen Kampf nicht trickreich führe, verliere ich ihn. Ich wende jetzt, glaube ich, was wende ich an? Sturmgranaten, genau, damit der Gegner betäubt wird. Ausgezeichnete Fähigkeit in der aktuellen Version. Man braucht halt dann nur SDG oder MP40, um diesen Leuten dann auch Polionikill zu geben. Schön Pete in der Mitte vorgegangen, hat mittlerweile Wett 3 Infanterie. Wett 3 Infanterie in der aktuellen Version recht stark. Vor allem gegen Briten, weil die Hard Counter der Briten gegen Infanterie wurden alle genervt. Der Cromwell ist nicht mehr OP, weil Overwrap nicht mehr OP ist und was wurde noch an Hard Counter genervt? Der Brain Carrier wurde genervt und was noch schwächer geworden. Ja, die Rangers sind auch schwächer, weil sie nach dem Aufstacheln diese Ruhephase haben. Deshalb sind die ganzen Hardcounter der Gegner gegen die Wett-3-Infanterie sind genervt worden, bis auf den Sniper. Und das heißt, Wett-3-Infanterie ist stärker denn je. Das Draping-Run hat uns leider auch nicht weggekriegt, zumindest kein Full-Unikill. Und ich schaff's leider nicht, diese Haubitze auszuschalten, deshalb habe ich mein Mate, also wir hatten natürlich TS, habe ich mein Mate gesagt, der soll hier Rocket Artillerie drauflegen, was er dann auch gemacht hat. Und noch ein paar Rifles am Rückzug erwischt. Wunderschön. Ich habe jetzt Wett 2 für die Infanterie, es war längst fällig. Ich hätte viel früher darauf wetten sollen. Nicht das blöde Wett 2 für die Panzerwagen. Ich würde sagen, wenn ihr Wett für die Panzerwagen hergibt, erstmal Wett 1 und dann später Wett 2 und Wett 3 relativ nah zusammen. Wett 1 und Wett 2 zusammengerechnet geben ungefähr 30-35% mehr AP für die Panzerwagen. Und Wett 3 halbiert die Nachladezeit. Das heißt, die Dinger sind auf Wett 3 der absolute Burner gegen Panzer. Unglaublich stark und gegen Emplacement noch viel stärker. Ihr könnt es dann noch auf die Spitze treiben. Haut die schnell von der Feuermunition rein, dann schießt er noch schneller. Und wenn ihr Blitz habt und die 1-3 Taktiken spielt man ja üblicherweise mit Blitz, dann haut auch noch Blitz gegen rein. Da schießen die Panzer nochmal, ich glaube, 60% schneller. Das heißt, wenn ihr alles gleichzeitig aktiviert, Wett 3, Schnellfeuermunition und Blitzkrieg, dann schießt der Ladeschütze des Panzerwagens so schnell, dass die Animation mit dem Nachladen nicht mal mehr hinterherkommt. Das ist extrem schnell. Noch bevor das Projektil in den Lauf geschoben hat, schießt er schon wieder. Extrem heftig. Damit auch nicht der jeden Panzer weg. Ich habe meine Storms gescouten, kann leider nicht mit Nebelwerfer drauf schießen. Mein Mate kämpft in der Mitte, hat die auch wieder vertrieben, er ist in den HMG rein. Mittlerweile auch gegen Wett 3, nicht mehr lustig mit den Bar Rifles. Ich war bloß noch ein bisschen Munition habe und dann will ich unbedingt Bundled werfen. Oder schmeiße ich Bundled, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir halt mit Wett 3 und unserer guten Einheitenkombination denen massiv über. Ich habe Nate Sturm angewandt gegen die Infanterie Ranger. Der passt offensichtlich nicht auf, was er von hinten drauf kriegt und wird jetzt betäubt, glaube ich. Ja, wird betäubt. Damit sind irgendwann die Ranger erledigt, eingeklemmt zwischen STG-Storms, LMG, Grants und noch mehr Storms. Macht einfach keinen Spaß gegen die Spät-Late-Game-Infanterie der Deutschen. Man muss sich als Ally da was einfallen lassen. Entweder Calliope, mehrere Sniper oder massiver Fahrzeug gehen. Auf jeden Fall kann man das mit Infanterie irgendwann nicht mehr kontern. Man hat dann einfach höhere Reinforce-Kosten, weil man mehr Verluste hat. Man hat nicht den geilen Medic-Bunker. Man hat nicht den geilen Medic-Bunker, ich schreibe jetzt, I think it's game, ja, Gegner steigt aus. Man hat nicht den geilen Medic-Bunker, Spiel ist jetzt vorbei, Wiederholung beendet. Man hat nicht den geilen Medic-Bunker, der einem die Verluste ausgleicht und man kriegt auch Wett gegen die
Also dieses Erfahrungswett der Amis kriegt man gegen die Wett der Wehrmacht dann relativ schwer, weil die halt viel mehr aushalten. Deshalb ist es dann problematisch. Man muss sich gegen so massiven Wett-Infanterie-Spam muss man sich was einfallen lassen. Mehrere Sniper, Kalliope oder eben viele Fahrzeuge. Aber nicht Crocodile, meiner Ansicht nach ist Sherman besser. Crocodile muss zu nah ran. Und dann fängt man sich schnell Shrek's oder sowas. Oder wenn man gegen Defensivspieler spielt, ist oft eine 8-8er. Ist oft eine 8-8er. Fällt man auch aufs Maul. Haubitze natürlich falsch gebaut vom Ami. Die muss oberhalb seiner Fahrbereitschaft bei der 5er Munition, da muss sie hin. Und natürlich Aufgabenverteilung, der linke Ami muss backen mal und der rechte WSC, sonst kann man möglicherweise auf offenem Feld gegen Grad oder so. Also ich bin damals gegen SC aufs Maul gefallen, keine einzige Einheit nach rechts durchgebracht und übelst draufgegangen, nur draufgegangen. Deshalb sollte eher der rechte Spieler WSC bauen. Da kommt er auch viel eher klar auf diesem zerklüfteten Terrain bei dem rechten Zehnersprit. Da ist WSC viel besser. Was noch? Ja, mein Mate hat klassisches T2 Wett gespielt, mit Wett 2 sogar für die Supporter. Dann würde ich auch noch Wett 3 hergeben, das bringt nochmal ordentlichere Boni für den Sniper und für den Mörser vor allem. HMG auch. Also wenn schon, wenn Wett 2 für die Supporter, dann auch noch Wett 3. Wett 1 würde ich den Supportern immer geben, wenn ich mehr als zwei Supporter habe, sowieso immer. HMG schießt schneller, Mörser schießt schneller, Pyros heilen sich, Sniper heilt sich. Muss man dem Sniper nicht dauernd das blöde Medic Pack geben und er heilt sich relativ schnell, weil er wenig HP insgesamt hat. Der Vorteil vom Sniper ist die gute Rüstung, deshalb steckt er oft so wenig Schaden an, obwohl der Gegner massiv drauf schießt. Ist die Rüstung, deshalb greift die Heilung umso besser. Weil er halt wenig HP hat, aber die HP durch die gute Rüstung eben langsamer runtergehen. Deshalb ist Heilung beim Sniper sehr wichtig. Gut, zu meiner Spielweise. Ja, habe ich ja alles schon erläutert, mein Spielaufbau. Ich finde ihn einfach sehr stark, er ist gegen nichts schlecht und das Schöne ist, es kommen alle Einheiten zur Geltung. Schaut euch die Kills an, mein HMG hat 13 Kills, meine Storms mit SDG haben einmal 9 Kills und die anderen haben 8 Kills, die mit dem Shrek. Puma habe ich leider falsch eingesetzt, da muss ich unbedingt am Mikro üben und die beiden Nebelwerfer haben jeweils so 12, 13 Kills. Das heißt, jede Einheit ist zur Geltung gekommen. Den Puma müsste man auch noch anständig zur Geltung bringen. Aber dazu fehlt mir das Mikro, ich kann es mit dem Ding an irgendwie nicht. Dann kommt jede Einheit gleichermaßen zur Geltung. Warte mal, meine Volks, wie viel haben die Kills? Ja, auch so ungefähr 11. Ich habe mit allen Einheiten gut gemischt durchgespielt. Deshalb finde ich diese Spielweise so stark. Man verlässt sich nicht nur auf ein Fahrzeug oder auf eine Einheit. Wenn die dann fällt, ist man wieder im Arsch. Ich finde so eine gemischte Spielweise besser. Falsch von mir war definitiv Wett 2 für die Panzer. War eigentlich schon Wett 1 falsch, aber Wett 2 dann erst richtig. In der Folgezeit ging dann meine Infanterie drauf gegen den Feind. Wett 2 für die Infanterie wäre besser gewesen. Von meinem Mate ein paar kleine Mikrofehlerchen hat er gemacht. Zum Beispiel diesen Sniper da enttarnt viel zu nah an der Front rumlaufen zu lassen. War klar, da kommt sehr schnell Counter-Sniper. Falsch war mein Puma-Einsatz, total falsch. Und im Early habe ich auch hier recht Sachen gemacht, die nicht unbedingt optimal waren. Mit dem Volkstar rein und dann auf die Mine. Der Angriff wäre wohl auch sehr riskant gewesen, wenn ich nicht auf die Mine drauf wäre. Weil eben alles im Mörserfeuer lag. Das war sehr gewagt. Den Angriff dürfte man eigentlich nicht führen. Was war noch falsch? Was habe ich noch für Fehler gemacht? Ja, der eine Angriff war auch noch sehr gewagt mit der MP40 folgt, wo ich dann auch die Flamehouse an Full Unit Kill gegen den Sniper verloren habe. Der Angriff war auch zu gewagt. Sonst fällt mir jetzt spontan nichts ein. Natürlich schlecht von dem, wie hieß der Typ? Bei welchem Clan war der nochmal? Ach, Ruka. Schlecht war der Sherman Alleinangriff am Anfang. Dann springt er schon frühes Fahrzeug und dann setzt er so falsch ein. Ein paar Fahrzeuge Alleinangriff, kompletter Schwachsinn. Wobei auch zu bedenken gewesen wäre, gegen einen T2 Dev-Spieler muss eigentlich im Late Game jetzt noch 8-8er kommen. Spätestens um Minute 30 rum. Also jetzt wäre dann, wenn das Spiel weitergegangen wäre und der Gegner mehrere Panzer gezeigt hätte, Sherman hat er ja gezeigt, dann wäre 8-8er schon mal fällig gewesen von meinem Mate und zwar irgendwo in der Nähe von meinem Geschützwagen, hier irgendwo unterhalb von dem Bunker. Dann kann ich noch MG im Bunker reinstecken, dann fällt die 8-8 auch nicht so leicht an den Feind. Und da wäre 8-8er fällig gewesen. Wobei der Sherman natürlich verdammt schwer ging. Gegen meinen Geschützwagen. Mein Geschützwagen hat einfach den meisten Schaden, den irgendein Geschütz in diesem Spiel außer Artillerie überhaupt anrichtet. Der riecht viel mehr an als 8-8. Viel mehr als diese ganzen gesamten Panzergeschütze. Der Geschützwagen hat einfach nie. Die Reichweite des 17-Finder ist einfach extrem heftig. Das Fahrzeug ist absolut imbar. Aber ich spiele gerne damit. Jo, was gibt's noch zu sagen?
Ja, massiver Rifle-Spam von dem einen Ami. Ich glaube, der hatte zeitweise 7 Rifle-Squads oder so. Aber man kommt dagegen klar. Mein Mate mit W23 kommt problemlos dagegen klar. Und mit SDG, wobei ich früher hätte T2 hergeben, W2 hergeben müssen, komme ich dagegen auch klar. Und habt ihr gesehen, die ganzen Rifle-Angriffe sind an dem Panzerwagen mit der MG und meinem HMG 42. Sind alle zersägt worden. Und wenn der Gegner nicht flieht, dann kriegt er auf relativ kurze Distanz Nebelwerfer drauf, während er in der Suppression liegt, dann ist er im Arsch. Den Medic-Bunker zu bauen, ich hätte ihn nicht bauen sollen, ich hätte stattdessen Repair-Bunker bauen müssen, weil da ist es da einfach damit zu rechnen, dass der Gegner auch auf Fahrzeuge geht und nicht nur Infanterie und Airborne Ranger spammen, so wie die hier. Es ist zu rechnen, einer so stark wie die Panzerdoktrin der Amis im Moment ist, er wirklich stark mit dem guten Pershing. Mit dem guten Pershing und dem T-17, den die meisten dann sehr early bringen, da ist die Panzerdoktrin ist echt stark, vor allem weil Kali auch ein ausgezeichnetes Mittel gegen relativ defensive Wehrmachtler ist und Death-Doktrin-Spieler sind in der Regel eher defensiv mit Bunker und 8-8. Da ist Calliope einfach sehr stark und deshalb sollte man, wenn man zweimal Army hat, einer sollte Panzerdoktrin nehmen. Es fehlt einem sonst, der Kali fehlt und der Pershing, den braucht man auch gegen Tiger und Panther. Der Pershing ist mittlerweile echt so stark, dass man ihn sich ohne weiteres anfordern kann. Er frisst Panther mittlerweile zum Frühstück mit den AC-Rounds, die man im T4 noch erforschen kann. Die wirken nicht nur für den Sherman, sondern auch für den Pershing. Ist er dann auch gut genug, um gegen Tiger einigermaßen klar zu kommen. Bloß gegen Königstiger und Jagdpanther braucht man ihn nicht einsetzen. Da ist immer noch zu schwach. Aber er ist halt ein gutes Fahrzeug und er wirkt halt auch perfekt zusammen mit alliierter Kriegsmaschinerie, zum Beispiel Feldreparatur. War Machine ist ja um 50 Munition billiger. Es lohnt sich auf jeden Fall, die War Machine einzusetzen, um den Pershing zu retten. Der harmoniert sehr gut mit dieser Fähigkeit. Jo, was noch? Alle Mörser hat mein Mate immer recht offensiv eingesetzt. Wir hätten Outpass auf den 10er Sprit haben müssen. Und meine nächste Amtshandlung wäre wohl gewesen, noch mehr Map Control zu nehmen und dann den Tiger aufs Feld zu holen. Ich meine, ich hatte W2 für die Panzer, dann hat der Tiger auch wieder, ich glaube, 25-30% mehr HP. Mehr HP und ist damit auch sehr, sehr starkes Fahrzeug. Er ergänzt sich auch ganz gut mit meinem Spielaufbau, weil der Tiger einfach viel Schaden frisst und so eine Einheit habe ich dann noch nicht in diesem Aufbau. Aber mein Mate hat in dem Spiel auch viel mehr Punkte als ich am Schluss, hat einfach hat besser gespielt, hat mehr getötet und seine Angriffe gegen die Mitte waren auch alle recht gelungen. Mein doppelter Ranger-Spam vom Gegner funktioniert einfach nicht und gegen W3 dann schon erst recht nicht mehr. Gut, das war's zu dem Spiel. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was vermitteln zu die 1-3 Blitz und zu wie das Ganze mit T1, T2 Dev zusammen funktioniert, ist eine ausgezeichnete Spielweise. Doppelwehrmacht meiner Ansicht nach sowieso die stärkste Kombination, die man im Moment im 2 vs 2 haben kann. Stärker als Wehrmacht und PE meiner Ansicht nach. Gut. Doppelarmee aber auch eine starke Kombination, aber einer muss halt Panzerdoktrin nehmen. Gut, wir sehen uns auf TOAQ. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit.